ich bin Universitätsstudent. Ich brauche mein Highschool-Abschlusszeugnis nicht mehr. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich mein K-L-U-G. Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Smarte Werkzeuge in 4K. Das allererste und ist quasi ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Nix riskieren, abonnieren und schon kann's losgehen. Ihr habt vielleicht gesehen bei meiner Steckdoseninstallation eine tolle Wasserwaage, eine tolle Leiste, um Steckdosen ordentlich anzuzeichnen und zu montieren, ist diese tolle Wasserwaage von Viha. Die ist hochpräzise und hat 0, plus minus 0,5 mm auf die Meter Genauigkeit. Die hat überall Skalen, nur hinten nicht. Und da schon einen dicken Kratzer. Und damit kann man wirklich gut arbeiten. Man kann auch andere Abstände einstellen, wenn man keine Standarddosen hat. Kann ich euch nur einen Satz legen, funktioniert super mit dem Teil. Von Viha habe ich außerdem noch hier einen tollen Elektrikermaßstab, den kennt ihr vielleicht schon. Der ist nicht nur hier aus hochfestem Kunststoff und hat so eine Winkelfunktion, sondern der leuchtet auch im Dunkeln, wenn man den mit einer UV-Lampe anstrahlt, habe ich schon mal bei Messwerkzeugen euch gezeigt. Und der hat hier vorne so ein Loch, um Kabel zu ziehen. Ja, für ein kleines Stück, auch für den ambitionierten Elektriker was ganz Feines. Und ein wirklich smartes Tool, und zwar diese kleine Wassermarke von BMI, Pico Magnet heißt die. Die hat hier außerdem noch ein ausfahrbares Maßband mit dabei. Und zwar ist es einen Meter lang, sogar ein bisschen mehr. Und das kann man nämlich auch hier hinten einfädeln, wenn man es kann. Ja. Und dann hat man hier die vielleicht kompakteste Wasserwaage mit Nonius, mit Millimeter-Skala in der Genauigkeitsklasse 2. Also auch richtig cooles Tool, wie ich finde. Und kann man hier auch dann wieder reinstecken. Und Vorsicht, geht's ab. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe es verkehrt rum reingesteckt. What's happening jetzt? So, dann heißt es schwuppdiwupp wieder rein verschlauen. Also, und natürlich auch mit dem Magnet zum Hinhängen. Dann hat der Plan B geschrieben, schau dir mal Ringmaulschlüssel an oder Ratschenschlüssel an. Habe ich mal zwei hier für den kleinen Geldbeutel von hier. Der hat hier hinten eine Ratschenfunktion, die kann man drehen, und zwar ein 10er und ein 13er Schlüssel. Kann man immer brauchen. Und hier vorne auch im Maulschlüssel eine Funktion, mit der man übersetzen kann. Also die sind schon raffiniert, die Teile. Schaut es mal an. Mache ich alles unten in die Beschreibung rein. Und dann hier die wahrscheinlich flachste Taschenlampe der Welt, festhalten, er hat richtig Power auf mehreren Stufen, drei Stufen und dann Rotlicht und Rotlichtalarm. Die ist vom Brennstuhl, auch am Cyber Friday, am Black Friday mit Micro-USB-Ladebuchse war die richtig günstig. Die hat 3,7 Volt Akku drin mit fast einem halben Amperestunden Akku. Also schön flach, kann man ins Revers stecken. Hat da oben auch einen Lüftungsschlitz, ne, weil die so hell ist. Und eine schöne Feder, um die ans Revers zu stecken. So, dann das hier. Kennt ihr ja eh aus unzähligen Videos. Ein smartes Werkzeug Set. Der Toolcheck Plus. Und ich habe es ergänzt um die HMAHF-Nüsse. Ja, die halten die Muttern ganz fest. Oder die Sechskant-Schraubenköpfe. Einfach auch klasse Sache, dass der Zyklop oben, guck's mal, schon einiges an Videos gemacht. So, und jetzt zu den Everyday Carries. Hunderte Schlüssel, und zwar von Vera, dieser kleine Joker, der sich von 7 bis 10 mm einstellen lässt und hat auch so eine Art Ratschenfunktion. Und dann der 4 Zoll Tekton Rollgabelschlüssel, sogar hier mit einer kleinen Skala, finde ich es auch ein tolles Geschenk. Und dann, ganz neu im Programm beim Toolboy, hier dieser Maulschlüssel, den man schön einstellen kann, mit Federmechanismus, auch in der gleichen Größe. Und dann hier wirklich ein Everyday Carry, weil in der Gürteltasche und hier seitlich noch ein Gummiband, um Dinge zu transportieren.
die zwei wahrscheinlich kleinsten Kniebecks-Zangen der Welt, und zwar die Cobra XS und der Zangenschlüssel XS. Bis zu 420 mm kann der hier Muttern greifen, den kann man schön einhändig bedienen, genauso wie die Cobra. Hoppala, da ist innen ein Gummiband, was das beides trennt. Und die reißt richtig an, habe ich mittlerweile etliche beim 3D-Drucker, ja, bei den Nähmaschinen von meiner Mom und so weiter. Kann man gar nicht genug haben von dem tollen Tool. Okay, hier liegen noch zwei iPods. Das hier ist von Xiaomi, ja, ein Taschenkompressor. Und wenn man den hier aufmacht, dann zeigt er mit einer schönen LCD-Skala an, wie viel Druck das man eingestellt hat. Und da ist auch ein dicker Akku drin, hätte ich nie gedacht. Das Ding rumpelt ganz schön, habe ich meine Winterreifen gewechselt jetzt erst neulich und konnte dann, die fallen ja immer ab, ja, konnte dann das, was gefehlt hat über den Sommer, was da rausgegangen ist, mit einer Akkuladung aufpumpen. Also das ist echt eine tolle Sache, das ist auch so in der Tasche und ist noch ein Ventil für Fahrrad und für den Ball und so dabei. Echt clever gemacht und hier halt, wie es Bedienfeld von dem iPod. Das rentiert sich, wenn man das dabei hat. Gerade wenn man, weiß nicht, mit dem Camper oder sowas unterwegs ist, ist man froh darum. Und dann hier, auch im iPod-Style, von Benning, der MMP3, ein tolles Taschenmultimeter, wo man hier, ja, Wechselstrom, Gleichstrom, Spannungen, Hertz und Ohm mit dem Durchpiepser messen kann. Ja, sogar was für Kapazität ist dabei. Das ist schon cool, ohne dass man einen extra Aufsatz braucht. Also, das ist echt ein klasse Teil, weil es halt auch so schön kompakt ist und klein und echt eine smarte Geschichte ist. Ja, schalten wir wieder aus, dass der nicht leer wird. Toll nicht wie. Coole Nummer. Ja, und dann zur Kniepex-Fraktion. Eine top smarte Zange ist die Twin Grip. Habe ich auch verlost hier im Weihnachtskalender. Läuft ja auch. Moment noch, um hier vorne diesen tollen Wellenschliff hat, tolle Verzahnung und dann hier unten auch Einstellmöglichkeiten, dass man auch vernaffelte Schrauben aufbekommt. Tolle Zange, dieses Jahr erschienen, möchte ich nicht missen. Und dann eins eurer Lieblingstools, die Elektroinstallationszange von Kniepex. Ja, die hat einfach so viele Funktionen. Man kann Grimpen von 0,5 bis 2,5 mm, man kann Draht abisolieren von 0,7 bis 1,5 und 2,5 Quadrat. Man unten hat richtig dicke Kabelschere, muss man aufpassen. Das schafft wieder Teufel persönlich. Ja, hier oben ein Brennerloch. Ja, das heißt Brennerloch, weil man früher damit die Gasbrenner getauscht hat. Wisst ihr ja vielleicht. Und dann die Smart Grip. Da steckt Smart schon im Namen. Ja, kann man hier hinten verriegeln und die kann man halt auf schön viele Durchmesser automatisch einstellen. Dann braucht man gar nicht mehr hinlangen. Kann man mit der anderen Hand das Rohr halten und hier toll damit arbeiten. Zwischendrin eine tolle Säge von Tatschima, muss man aufpassen. Die ist nämlich auch scharf wie der Teufel persönlich. Mit dem auswechselbaren Blatt und auch halt einfach tolles Geschenk mit diesem Griff. Verlinke ich euch auch unten rein. Magnum 300. Und, darf nicht fehlen, eins meiner Lieblingsmesser, Milwaukee. Einfach klasse, mehrere Funktionen in einem Messer, vorne eine Trapezklinge drin, scharf wie der Teufel persönlich, austauschbar, hier hinten ein Federstahl, Gürtelclip, dann ein Bithalter mit Doppelbit, mit einer Öse. Und man kann, meine ich, auch noch hier das arretieren, genau. Schauen wir, also geht auch schnell auf, liegt ihm hier an der Werkbank, wenn ich es aufmachen will. Und da hinten, wenn er guckt, da ist noch eine extra Klinge drin. Falls die mal stumpf wird, kann man die rausbauen. Richtig smartes Tool. So, und dann last but not least von Stanley. Drei tolle Werkzeuge, die ihn hier kennt, der ja schon. Der aufklappbare Beitel. Ja, auch schon ein bisschen ramponierter als nur vor kurzem. Ja, einfach cool, weil es halt so schön kompakt ist und ist auch stabil. Da kann man wirklich toll damit arbeiten. Und hinten ist ein Magnet drin. Und dann kann man den einklappen, schneidet man sich nicht. Tolle Geschichte. Von Stanley gibt es auch die tolle Rotary. Relativ preiswert. Deswegen ist die hier. Und die gibt es mit schwarzen Nüssen. Ist auch designtechnisch toll. Und außerdem ein neues Werkzeug. Janus hat sich da gefreut drüber. Hinten im Griff Doppelbits. PH 1 und 2, Potzi 1 und 2 und ein 5,5er und ein 4er SL. Und das Tolle an diesem Werkzeug,
ist, dass das vorne einen Mechanismus hat und egal in welche Richtung ich hier hinten kurbel, das ist immer die gleiche. Also hier kann ich richtig Zeit gewinnen und hat auch noch einen Links-Rechts-Lauf natürlich. Alles dabei, was das Handwerkerherz begehrt. Ich hoffe, hat es gefallen. Am Schluss noch verkackt. Danke fürs Zuschauen und bis bald.